Gehe ich erstmal hier lang. Ich nehme jetzt wieder sehr viele Story. Warte mal. Ich nehme jetzt der Story wieder sehr viel voraus, ich weiß. Aber ich will gucken, wie weit mich das Spiel mich umgucken lässt. Dinge, die mich interessieren. Was lässt das Spiel alles so zu? Hier geht es also runter, da drüben geht es wieder hoch. Also wahrscheinlich muss ich hier irgendwie außen rum. Schwer gepanzert. Ja. Dachte ich mir schon. Weil das Tor da so schön verrammelt ist. Dann gehe ich mal wieder. Okay, ich wollte nur gucken. Guck mal, es regnet. Selten der Fall, ich weiß. Hier regnet es nicht so oft. Kann ich auch nichts für. Gibt doch nur den Weg rein, ne? Ja. Jojo. Okay, dann können wir mal außen rum schlawenzeln. Also weiter in die Richtung jetzt. Und wir können auch schon wieder irgendwas verbessern. Ich bleib mal ein bisschen in Deckung. Da hinten ist noch ein Trupp. Da stehen die Wache. Da ist ein Hirsch. Die suchen anscheinend irgendjemanden. Ich muss leider das Bambus mitnehmen. Wir haben kaum noch was. Da ist auch noch was abgefackeltes. Rein theoretisch könnte ich die da. Ach komm, ich mach mal. Kommt her und kämpft! Was soll's, was soll's? Gibt alles Vorräte. Brauchen wir. Brauchen nur ein bisschen mehr Bambus und so ein Quatsch. Und Langustenholz. Wer bleibt denn über? Der da? Danke, tschüss. Schlaf jetzt. Ist eh schon dunkel. Wird Zeit. Kiste. Ist ein bisschen unheimlich hier so im Dunkeln. Ein Toter. Was haben wir hier? Ein Fuchsbau. Ach, na schau mal einer Cookie. Dent. Siehst du, gut, dass wir das gemacht haben, ne? Los. Lauf. Oh nein, nicht Schweine. Ich meine eigentlich ja, aber eigentlich auch nicht. Euch doch schon in Ruhe. Ich will doch nur den Fuchs anbieten. Also die Dinger findest du nicht durch Zufall, ne? Also ich meine die Schreine. Du musst schon wirklich hier wissen, what does a fox say, ne? Das ist ja so. Und dann ist der Fuchs auf einmal wieder weg. Fix, der macht mich fix und Foxy macht mir dich. So, dann haben wir das. Dann gibt es hier noch ein bisschen Gebiet. Und Gelumpe. Und da ist noch Holz. Bist du alleine?
Schickt euren besten Krieger. Glaub nicht. Nee, ist er nicht. Gut, Schuck. So. Oh, der hat's aber eilig gehabt. Immer Vierertrupps, ja? Bist du? Schwertmager? Noch mehr. Der blockt nicht. Das Block klappt nicht mehr. Diese perfekten Blocks. Meine Straßenbahn zu Hause, mein Blocks, Alter. Das geht nicht mehr. Irgendwie will der nicht mehr perfekt blocken. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Nein, nein. Was, wo, wer, wann? Ach so. Oh. Habt ihr gar nicht gesehen. Gut, dass du was sagst. Wärst du weggegangen. Ups. Ein Wunder. Ihr seid sicher. Bitte. Ja. Das ist für euch. Ja, gib mir all dein Zeug. Dankeschön. Hat hier gerade was vibriert? Kann ich euch dafür danken? Nö, gar nicht. Brauchst du nicht. Da sind Pferde. Die fährten da so lang. Können die irgendwo dazu? Oder sind das die, die ich gerade weggemeuchelt habe? Da hinten ist noch ein Trupp. Was warten die da? Besseres Wetter? Was haben wir denn für einen Auftrag? Jetzt hauen sie ab. Oh Gott. Das sind aber viele. Hätte ich drauf. 100 pro, jetzt gehe ich drauf. Mhm. Na gut, der große Babo kommt auch gleich, das ist gut. Den sehe ich nicht, aber der ist tot. Bogenschützen dabei. Den da, ja. Puh. Warte. Ich helf dir. Die haben ein Schwein getötet. Sie haben ein Schwein getötet. Ihr Schweine. Das war das Kenny-Schwein. Das Kenny, das Schwein. Oh Mann. Ich weiß, meine Witze werden auch immer schlechter. So, wir wollen einmal um die Burg rum. Und dann haben wir nämlich die ganze Karte aufgedeckt. Sobald wir das nämlich haben. Da liegen tote Leichen. Zwei an der Zahl. Bisschen Bambus. Bisschen Bambus. Halt. Achso, Haftbomben. Unwichtig. Und Blume. Gleich haben wir es, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Aha. Ah, genau, da ist die legendäre Brücke, von der ich geworfen wurde. Faszinierend, so einen Sturz zu überleben, ne? Muss ich ja mal so sagen. Ich glaube, von hier sind wir gestartet, oder? Bin mir ganz sicher. Ach, guck mal, da ist die Insel. Zack. Ja. Doppelblume. Warum? Wieso kann ich hier runter? Was gibt's denn da? Den Tod. Ach, doch nicht. Glück gehabt.
Oh, jetzt ist aber meine Entschlossenheit aufgebraucht. Jetzt bin ich leider sehr unentschlossen. Mist, ich dachte, der Magger hält sich fest. Der faule Sau. Hat aber nichts. Und hier unten ist einfach gar nichts, ne? Nö. Gut. Komm ich auch wieder hoch? Auch nicht, ne? Das ist ja toll. Hier unten ist einfach gar nichts. Von hier sind wir gestartet. Großartig. Ja, dann haben wir es ja jetzt, wa? Was können wir machen? Fallensteller? Nur Fallensteller? Nur Fallensteller. Okay, dann gucken wir mal eben schnell hier rüber. Gehen zum Fallensteller und dann ist Schluss mit lustig für heute. Die Ladezeiten werden gefühlt auch mal länger, kann das sein? Nicht nur gefühlt, auch real. Fallensteller. War da hinten, ne? Wir müssen hier rein. Ja. Und der Fallenstiel hier war da hinten. Guck mal, da sind noch Folien auf dem Dach. Oh. Guck ich jetzt aber nicht hoch. Nee, 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 Vogel. Von dir lasse ich mich nicht verkackeiern hier. Jetzt ist hier langsam aber mal Schluss. Wir haben ein bisschen Fell geerntet. Wo war er da? Hey, my friend. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Ach, immer noch das. Rauchbombe auch nicht. Böller, Schwarzpulver. Schwarzpulverböller. Ich weiß gar nicht, was die Schwarzpulverbombe macht. Ich glaube, das war eine Rauchbombe, ne? Oh, 17. Dann kann ich ja einmal. Für euch. Nee, nochmal. Zack. Und zack. Dankeschön. Ihr habt meinen Dank. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt laufe ich wieder zur Schmiede und dann ist Sense für heute. Ich habe auch langsam ein bisschen Hunger. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Ja, deswegen dealst du mit Blumen, du Affe. Hast aber sonst nichts vorzuweisen. So, und dann sage ich mal, viel Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein bei Ghost of Tsushima und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.